Guten Morgen, mein Schlafsack ist nass. Ich bin zu groß für das Zelt, weil der Schlafsack, das Zelt ist nur 2 Meter lang und der Schlafsack geht unten, wenn ich mich strecke, an die Seite und die ist halt irgendwie nass. Weil es hat geregnet und es ist immer so, dass sich innen da ein bisschen Feuchtigkeit bildet und das nun am Schlafsack. Ja, das ist der Schlafsack unten nass. Ich weiß nicht, was ich, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Weil wenn der Schlafsack nass ist, ist scheiße. Ich weiß nicht, also die Füße von innen habe ich jetzt, ich habe ein Handtuch mitgehabt. Die mache ich jetzt, habe ich gerade das Handtuch in den Schlafsack von innen reingelegt, dass sozusagen die Feuchtigkeit da aufgenommen wird. Aber. Na, es wird jetzt auch kalt und wird wieder gefrier. In der nächsten Nacht soll es sogar dann schneien, also wird der Gefrierpunkt. Und ich weiß gar nicht, ob alles trocken ist, aber ich vermute mal auch nicht. Nee. Ja, ist auch nicht die Sachen getrocknet, insbesondere die Jacke, die gestern vom Regen nass war. Naja, ich muss erstmal ein bisschen zu mir kommen, ich bin gerade aufgewacht. Und dann schauen wir mal. Ja, ich bin jetzt in mich gegangen und habe überlegt. Und zwar, Nässe ist an sich erstmal unangenehm. Und Nässe kann auch dazu führen, dass das Immunsystem aufgrund irgendwelcher Feuchtigkeit oder dass es halt mehr arbeiten muss, der Körper muss mehr arbeiten, muss mehr Energie aufbringen und das Immunsystem ist dadurch etwas geschwächt. Und dazu deswegen kann es häufiger dann auch zu Erkältung und so weiter kommen. Weil Nässe und Kälte an sich führen nie zur Erkältung direkt, weil Erkältungen werden halt Bakterien, viral, solche Sachen ausgelöst und also oder Infekte. Und ja, und von daher ist Nässe an sich erstmal kein Problem, außer dass es unangenehm ist. Und das Unangenehme, da bin ich ja nach wie vor bereit hier auf dieser Wanderung, das gehört einfach so dazu, wenn man eben aus der Komfortzone ausbricht. Das ist nun per se schon unangenehm. Und von daher werde ich mir einfach die nassen Sachen überstülpen und hier bei, naja, jetzt geht's so, jetzt sind es so zwischen 6 und 8 Grad tagsüber, aber es wird dann wieder diese nächste Nacht wahrscheinlich dann Schneefall, also auch wieder 0 Grad erreicht werden. Und ja, da bin ich auf dem Schlafsack und habe die nassen Sachen wieder ausgezogen. Und dann schaue ich mal, was der nächsten Tag wird. Da haben sie jetzt Regen angesagt, das wäre Worst Case, aber da müssen wir halt schauen. Und dann wäre es ja nur danach noch ein Tag und dann, naja, und mal schauen. Aber ich habe jetzt einfach gesagt, heiter weiter und ja, und wenn es dann nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Und jetzt erstmal zusammenpacken, ich habe ja Ersatzschuhe, die Schuhe sind ja auch durchtränkt quasi, aber ich habe ja 4 Paar Schuhe mit. Von daher, ja, tue ich die einfach in den Plastikbeutel und alles, was so nass ist, dass ich es halt nicht mehr anziehe, was klitschnass ist. Und das ist natürlich ganz schön schwer, fällt mir jetzt ein. Naja, egal. Vielleicht hänge ich es auch irgendwie an den Rucksack zum Trocknen, obwohl die Luftfeuchtigkeit draußen beträgt 96% laut weather.com. Da wird wahrscheinlich auch nicht viel trocknen. Aber ja, irgendwie geht das alles schon. Irgendwie geht das alles schon. Das Einzige, was blöd ist, ich habe halt kaum noch was zu trinken und ja, werde jetzt auch aufs Zähneputzen verzichten, um dann halt noch irgendwie einen Schluck zu haben, weil wir müssen heute 30 Kilometer bis zum nächsten Supermarkt-Tankstelle laufen. Ja, wir haben in der Zeit nichts. Und ob ein Fluss da liegt, habe ich noch nicht geschaut. Aber ich denke, wir versuchen das einfach so, einfach laufen. Und weil wir haben ja 96% Luftfeuchtigkeit. Wir müssen ja nur den Mund aufmachen. Ja, das Glas ist öfter halb voll, als man denkt. Na gut, ich werde dann jetzt zusammenpacken und losmachen. Und ich bin sehr gespannt, was der Tag bringt. Ich glaube, er wird herausfordernd. Ja, hier haben wir übernachtet. Und der Boden war sehr weich und jetzt liegen auch schon ein paar umgefallene Bäume. Von daher war das nicht so optimal, gerade weil ein bisschen Sturm angesagt war. Naja, war nicht clever, aber gestern im strömenden Regen hat man da nicht so lange überlegt. Aber theoretisch müsste man diese Gedanken machen dann. Egal, so. Da vorne ist die Bundesstraße, geht's jetzt weiter. Wie gesagt, über 30 Kilometer heute. Ja, na, mal ich bin jetzt aus dem Wald raus und ja, erstmal die Füße trocknen und dann in frisches Schuhwerk. Ne? Heute soll es wahrscheinlich die ganze Zeit trocken bleiben, nicht regnen. Und ja, und dann geht es dann hier weiter sozusagen auf der Bundesstraße Richtung, ich glaube, Trollenprinzen ist unser Ziel heute. Genau, das sind über 30 Kilometer. Und ja,
Dann werde ich mir jetzt Füße abtrocknen in die Schuhe. Dann meine voll, mit Regen vollgesaugten Wanderstöcke nehmen. Meinen Wanderrucksack. Und dann geht's weiter. Ja, ich habe gerade auf die Karte geguckt. Ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Da liegt kein Dorf dazwischen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich, wir müssen diese 30 Kilometer laufen. Und ja, wir haben gar keine Alternative, wenn wir Wasser haben wollen. Ich habe so ein bisschen gedacht, dass wir irgendwie vielleicht an Häusern vorbeikommen, wo wir fragen können, dass wir unsere Flaschen irgendwie auffüllen können. Das geht nicht. Was noch immer eine Alternative ist, ist der Life Straw. Und ja, verlinke euch den mal unten. Den habe ich immer dabei. Und da sollt ihr einfach schauen, wo ist der nächste Fluss, der Bach, stehendes Gewässer und so weiter. Noch haben wir keinen Durst, alles gut. Aber wir müssen heute 30 Kilometer schaffen. Und ich glaube, das hilft. Wenn man gar keine Alternative hat, sondern sagt, man muss, dann schafft man das meistens auch, denke ich. Ja, wir haben jetzt 3 Kilometer gelaufen. Also ein Zehntel haben wir schon geschafft. Und ja, es kann doch besser werden. Das ist Unsinn. Wieso kann es besser werden? Schwachsinn. Es ist gut. Es ist super. Es ist perfekt. Es ist genau das, warum ich die Wanderung gemacht habe. Grenzerfahrung, Sachen ausloten und wieder in neue Situationen kommen. Raus aus dem Alltag, der doch irgendwo grundsätzlich immer die gleichen Züge annimmt, wenn man nicht rechtzeitig interveniert. Und genau das habe ich jetzt hiermit getan. Oder wir. Und ja, geht weiter. Eine Tankstelle, die nicht eingezeichnet war. Ich habe mich noch selten über so eine Tankstelle gefreut. Und ja, na gut, Rohkost. Ist etwas schwer, aber ich habe hier, was ich auch sehen kann, ja, ich habe ein Wasser, ich habe die veganen Neapolitaner und ich habe 5 Brötchen. Ja, und das Wasser werde ich erstmal austrinken, dann werde ich vielleicht noch eine Flasche Wasser holen. Und für den Weg dann sind ja jetzt noch, ich glaube, jetzt sind es noch 18 Kilometer. Und ja, dann hätten wir es dann geschafft, 30 Kilometer, 35 dann insgesamt, weil wir 5 danach laufen wollen. Und ich bin erstmal glücklich, was zu beißen zu haben und ja, und sogar vegan. Sehr geil. Wie man ein veganes Nutella-Brot on the road macht. Und das schmeckt wirklich wie Nutella. Weil Nutella besteht hauptsächlich aus Zucker und aus Kakao. Und ja, und das Brötchen besteht aus Brötchen, das Brötchen habt ihr. Und dann ist mir die Zink gefallen. Runtergefallen? So. Also und dann nehmt ihr einfach, ich habe das gerade probiert, das funktioniert echt total geil und es schmeckt auch total gut. Dann nehmt ihr einfach diese Wanner, diese Neapolitaner und macht die auf euer Brötchen drauf. So. Und dann habt ihr ein veganes Nutella-Brötchen. Ohne Scheiß, das schmeckt wie ein Nutella-Brötchen. Zumindest ohne Butter. Geile, ihr habt dann Crunchy-Effekt. Das schmeckt hier besser als so ein veganes Nutella-Brötchen. Das schmeckt richtig genial. Ihr werdet es natürlich zu Hause nicht nachmachen. Aber on the road, wenn ihr nur eine Tankstelle habt, einfach mal ein Nutella-Brötchen vegan. Müsst ihr entscheiden. Ihr könnt natürlich auch warten, bis das nächste Rohkost-Restaurant kommt. Oder der nächste Laden. Ich nicht. Oh, willkommen im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Das ist auch so ungefähr, glaube ich, die Mitte der Wanderung. Und endlich kommt hier mal ein Radweg. Also es ist so nervig, auf stark befahrenen Bundesstraßen zu laufen. Und nicht nur nervig, sondern wahrscheinlich auch ein Stück gefährlich. Aber naja, was willst du machen? Man könnte natürlich, klar, auch hier auf dem Feld laufen oder sowas. Oder sich irgendwelche, was wir am Anfang getan haben, Wege suchen, die jetzt ja auch durchs Gelände gehen, aber ja, da braucht es wieder gutes Schuhwerk und ich weiß nicht, ich glaube, gar nicht, dass es sowas käuflich am Markt gibt, also wirklich gute Barfußschuhe, die im Winter echt wirklich, sag ich mal, stabil sind, entsprechend ein bisschen warm halten und trotzdem ein gutes Gefühl für die Straße vermitteln und dazu noch haltbar sind, wasserabweisend vor allem. Ich glaube, das gibt gar nicht. Denn alle, ich habe jetzt schon so ein paar Winter-Barfußschuhe, die mir jemand geschenkt hat. Das sind auch von der Soulrunner, von der deutschen Firma. Und ja, und die kannst du vergessen, die kannst du absolut vergessen. Das hat nichts mit Winter zu tun, das ist ein Witz. Ne? Also, die sind Wasser.
ganz schön windig. Die sind, also Wasser trinkt halt schnell ein, die sind auch nicht warm und die sind einfach ja, schlecht. Also die Solbahnen sind richtig geil, die flachen für damals, wo ich noch im Frühling, Sommer, Herbst, wo ich noch Schuhe getragen habe, da sind die ganz gut. Aber ja, für Winter, ne, da sind sie, wenn es trocken ist, gut, dann nehme ich auch die Solbahnen und die normalen, aber keine Winterschuhe. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, die Zehe tut nicht mehr so weh, wie jetzt am Ende, wo ich die neuen Schuhe gekauft habe. Die ich immer noch nicht getragen habe, wohlgemerkt. Ich trage jetzt hier tatsächlich meine Sommersolbahnen. Ist ein bisschen kalt, aber naja, ich wechsle manchmal mit Barfuß ab. Und ist kalt, ja, aber es ist für die Zehe das Beste und naja, soll ja herausfordernd sein. Ja. Ich glaube, es sind noch 10, 15 Kilometer und dann ist das Tagesziel erreicht. Ich bin mir sicher, dass wir das heute schaffen. Gut. Mal an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Chiara, mit der ich ja letztes Jahr die Deutschlandwanderung gemacht habe. Und ja, der ein oder andere Gedanke an Chiara und an unsere Erlebnisse im letzten Jahr kommen natürlich. Und ja, also Chiara, wenn du das siehst, ganz, ganz liebe Grüße, dicken Schmatzer. Und ja, alles Gute für deinen Weg, den du jetzt gehst. Und ich gehe meinen weiter. So, ja, meine Zehen ist halt echt sehr, sehr schmerzhaft. Und ich ärgere mich immer noch wegen den Scheißschuhen am Anfang, sonst wäre das alles, das heißt kein Problem gewesen. Es gibt auch andere genug Probleme, aber die Zehen ist jetzt mein großes Problem. Naja, sind jetzt noch ein paar Kilometer bis Treuenbrietzen und danach wollten wir noch 4-5 Kilometer gehen, um dann halt so 30-35 Kilometer zu schaffen. Und ich weiß nicht, es schmerzt halt echt. Besonders der kleine Zeh. Den habe ich jetzt hier zugebunden. Ich habe eigentlich mal Bock, den aufzuschneiden und mal gucken, was da drunter so ist. Aber, naja, ich weiß nicht. Andererseits ist er jetzt auch schön eingelullt hier. Und besser kann es eigentlich nicht sein. Naja, das ist auf jeden Fall alles schon leider von dem Zeh belastet. Und das ist halt, was ärgerlich ist. Was das Ärgerliche ist, es wäre halt vermeidbar gewesen. Hätte ich von Anfang an gesagt, okay, nimmst halt hier ein paar Ballengangschuhe mit. Dann wäre es halt feucht, sind die dann vielleicht getrocknet oder sonst was. Aber dass ich unbedingt probieren musste oder wollte, perfekt ausgestattet mit Multifunktions-Regenwasser, wasserdichten Superschuhen loszugehen und dann wieder auf diesen ungesunden Fersengang, inklusive, was noch viel, viel entscheidender, denke ich mal, ist, dass es halt so enges Fußbett war, weil ich halt relativ breite Füße habe, weil meine Füße haben sich ja mittlerweile erholt. Das heißt, meine Zehen sind wieder nach außen gegangen, das Fußbett erholt sich, die Wölbung ist wieder stärker geworden, alles das, was einen gesunden Fuß ausmacht, ne? Das, was man eben mit Barfußlaufen erreicht, das ist, aber egal, dann ist halt dieses Projekt dann vielleicht, wird es vielleicht nicht so zum Ende kommen, aber das ändert ja nichts, das ist nicht so schlimm. Ich weiß, ich bin Erfahrung gemacht, die ist sehr wichtig und die habt ihr auch gemacht, also solltet ihr auf dem Weg sein, barfuß zu laufen. Geht keinen Weg zurück, riskiert lieber vielleicht mal barfuß zu laufen, auch im Winter. Oder ja, nehmt auf jeden Fall Barfußschuhe anstatt normaler Schuhe. Und naja, kleines Down, aber vielleicht schaffe ich es noch bis Treuenbrietzen. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. Ich werde jetzt mal unter die andere Zehe gucken. Jetzt hier. Ich werde es auch erstmal abmachen und dann neues dran machen. Ja, das ist schon ziemlich ein Klumpen, der hier ist. Aua. Das ist wie so. Das tut so weh, wie wenn man auf den Peniskopf oben drauf schafft, wenn der Vorhaut davor ist. Oh, fuck! Au. Das sollte man die Haut noch drüber lassen als Schutzschild. Jetzt ab. Also die Zehe muss auch atmen können, finde ich. Die Zehe hat das Recht auf Atmung. Au. Ja. Au.
Ja, das ist schon nicht gut. Ich glaube, es ist eine ziemlich rot. Naja, das sind insgesamt, ich sag mal so, Insgesamt sind es, glaube ich, noch 20, 40, 90 Kilometer oder so. Oder 80, 80, 90 Kilometer. Naja, mal schauen. Mal gucken. Jetzt will ich es auf jeden Fall noch schaffen. Ich überlege mal, jetzt vielleicht einfach barfuß zu laufen, die Zehen mal ein bisschen ganz natürlich flowen zu lassen, weil dadurch, dass eh nachher Schnee kommt und Kälte, ist halt so, dass gesundheitlich sowieso alles nicht so toll ist und ich weiß gar nicht, wie ich es begründen soll. Ich will einfach weiter. So, so sieht der Zeh dann aus. Fehlt jetzt ein Stück, aber frisch, freie Luft und mal sehen, wie er sich verhält. Und ja, ob er den rauen, kalten Winterboden da trotzt. Ansonsten stecken wir das Zeh, den Stück Zeh wieder drauf und weiter, weiter. So, jetzt heißt es wieder barfuß laufen. Wie gesagt, ist ja so eine Hautschicht da, existiert. Ist so ein bisschen dünn wie Pergament, aber that's nature. Und ja, man wächst auch ein bisschen an seinen Aufgaben. Ne, wenn so eine Zehe da so einen kompletten Verschluss hat und alles ist cool, dann denkt die sich auch, ja, da mache ich erstmal gar nichts. Ne? Da lege ich mich erstmal auf die faule Haut. So sieht die Zehe, hier ist immer schön kratziger Beton, ist ganz schön kalt. Da möchte ich mal wieder schnell Haut aufbauen, sonst ist halt nicht so cool. Und ja, so funktioniert das. Christian erklärt die Physiologie des Körpers. 9 Kilometer noch. Bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich glaube, jetzt beginnt die Wanderung. Jetzt beginnt die Wanderung. Jetzt ist man raus, endgültig raus. Mit der Zehe und mit den nassen Klamotten. Jetzt ist man raus aus diesem vermummten Leben, sondern hier ist man wieder im echten Leben. Hier bist du glücklich, wenn du halbwegs laufen kannst, wenn du was in den Magen bekommst, all diese Dinge. Wenn du schlafen kannst, sicher bist, das wird dir jetzt dann wieder bewusst. Und es kehrt wieder jene Leichtigkeit ein, die nur in bewussten Momenten, in Momenten der Klarheit und in Momenten der Bewusstheit, ja, Einzug erhält. Und jetzt weiß ich wieder, was Leben bedeutet und wie schön Leben ist. Wie wunderschön Leben ist. Wie unsagbar schön Leben ist. Es ist einfach nur richtig schön entspannt zu laufen. Schöner Radweg jetzt hier, wo man schön wandern kann, neben der Bundesstraße. Das ist einfach, ich habe es zwar schon gesagt, aber ich finde es einfach richtig, richtig schön. Hier ist auch ein bisschen Wald daneben und ja, habe gerade so ein bisschen, ja, so ein lang andauerndes Hoch. Und ich denke, dass die 35 Kilometer heute, die ich jetzt avanciert habe oder die wir avanciert haben, kein Problem sind. Ich werde einfach durchziehen. Ja, genau. Ja, mein Wort zu Cecile, mit der ich jetzt hier laufe. Ja, bei ihr läuft alles gut, außer die normalen Beschwerden, die man jetzt natürlich hat. Nach 20 Kilometern, 25 Kilometern, dass der Rücken ein bisschen weh tut, dass die Füße ein bisschen weh tun. Auch sie hat ein Ersatzpaar Schuhe mit dabei. Die ersten waren ja durchnässt und dann waren solche Badeschuhe für 5 Euro, in denen sie jetzt läuft. Und ja, also von der Seite her, bei ihr ist auch alles gut. Ja, und ich werde jetzt pullern gehen. Ich gucke gerade mal. Perfekte Plätzchen. So viele Bäume, welche hat es denn verdient, angepullert zu werden? Ich suche mal einen, bin gleich wieder da. Oder vielleicht dann in Treuenbrietzen erst. Ich habe mir die Kilometer, ich muss immer auf Google Maps gucken. Ich verliere das im ersten Sinn. Wenn man so im Flow ist, dann diese ganzen Kilometerzahlen, das ist alles so unwichtig. Das ist dann einfach nur, man läuft und läuft und läuft und guckt dann immer auf die Map und ja, wundert sich, dass entweder zu viel oder zu wenig Kilometer noch Sinn oder noch oder schon Sinn. Es ist alles so. Naja, aber nichtsdestotrotz bin ich dankbar, dass ich das Handy habe. So, jetzt geht's weiter. Pullern. Dahin.
Kräuenbrezen erreicht. Das bedeutet insgesamt, ich habe jetzt nachgeguckt, 31 Kilometer bis jetzt und ungefähr 1,5 Kilometern ist netto. Und nach netto werden wir noch schätzungsweise bis 17:30 laufen. Wahrscheinlich so nochmal 4-5 Kilometer. Also es scheint zu klappen mit 36 bis 38 Kilometer. Vielleicht schaffen wir jetzt sogar einen Marathon heute. Schultern tun ganz schön weh. Der Rucksack ist zwar so 15 Kilo, aber immer mit 2 Liter Wasser oder 4 Liter Wasser. Das ist halt immer so eine, naja, so eine Milchmädchenrechnung am Anfang. Oh, ich habe noch 15 Kilo, aber dann kommt halt noch Essen und Trinken dazu. Und deswegen, ja, so mit 17, 18 Kilo, wenn man noch ein paar Nüsse oder irgendwas dazu berechnet, ist man dann doch unterwegs. Und über so einen langen Zeitraum, ja, das merkt man schon an Schultern. Meiner Zehe geht es echt gut. Ich habe jetzt noch nicht runter geguckt, wie es jetzt aussieht. Aber das Barfußgehen, das, boah, das ist einfach das Geilste. Einfach. Ich hätte von Anfang an, und ich werde dieses Jahr sowas von dran setzen. Ich habe dieses letzte Jahr bis Ende Oktober barfuß gelaufen. Und diesmal will ich bis Mitte November reinkommen. Ich will endlich durchweg barfuß laufen. Dann habe ich diese Scheiße mit den Schuhen nicht mehr. Und ich hatte es nicht aus dem Ab und ich finde es einfach nur, ja, total befreiend. Und jetzt geht's weiter und ja, auf zu Netto. Der Stadtkern von Treuenbrietzen. Noch nie gehört, aber naja, so ein Kreisverkehr davon. Wir sind endlich angekommen bei Netto und jetzt schnitze ich mir, weil ich keinen Löffel mit habe, das ist vielleicht ein Verbesserungsvorschlag fürs nächste Mal, falls ich doch mal einen Löffel brauche, schnitze ich mir aus einem Stück Papier einen Löffel und mit diesem kann ich dann den Bulgur-Salat essen. So, nur der Test, ob mein Löffel funktioniert. Funktioniert, perfekt. Treuenbrietzen ist echt ein schönes Städtchen, also man sieht es jetzt hier nicht so, aber die haben alles hier Pflastersteine, also fast jede, also eigentlich jede Straße, die ich bisher gesehen habe, Pflastersteine und ja, noch alles schön, wirklich richtig schön, Treuenbrietzen, scheint ein echter Geheimtipp zu sein. So schön. Und jetzt werden wir unser Schlafplatz suchen. Naja, ich sag mal, mit ein bisschen Zugewinn kann man sagen, wir haben knapp 40 Kilometer gelaufen. Und ja, da hinten werden wir jetzt hier reingehen und dort irgendwo schlafen.